Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Der Planer Landwirtschaft. Ja, habe ich richtig gesagt, ne? So, ja, Part 40. Es ist Sonntag, es ist scheiß Wetter und wir haben den 40. Part Landwirtschaftssimulator, Der Planer Landwirtschaft. So, hätte ich nie gedacht, dass wir 40 Parts von diesem Spiel machen. So, was haben wir denn jetzt hier? Okay, das passt alles. Ja, ja, hier bringt, hol wieder Milch ab und Stroh ist da auch ab, genau. Und, ah, Moment, wir können ernten. Hätte ich doch jetzt fast übersehen. Und zack. So, auf geht's zum Ernten. Ach, Saatbettbereitung können wir nicht mehr machen, haben wir verpennt. Und wir schauen mal die Angebote, Angebote, Angebote. Rocken, Silage, Sommergerste, Stroh, Wintergerste. Oh, traumhafte Preise. Traumhafte Preise. Guckt euch das an. Das sind 25, das sind schon 35.000. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. So, okay. Aber Roggen, sag mal, haben wir noch Angebote für Roggen laufen? Muss ich jetzt mal ganz kurz doof fragen. Weizen, Wintergerste. Moment, habe ich jetzt hier Roggen gelesen? Da, Roggen. 1.100, aber wir haben noch 8.000 im Lager. Das heißt, 6,9 stehen uns noch zur Verfügung. Können wir ja rockentechnisch noch ein bisschen was annehmen. So, 6,9 hatte ich gesagt. 1,02 €. Das klingt gut. Ja, mehr geht auch nicht. Bei 6,9. Ne, mehr geht nicht. So, was haben wir denn an... Moment. Mais laufen. Zwei was. Und zwar... Ach so, nee. Mehr ist auch nicht. Nee, mehr ist auch nicht. Wintergerste. Kalbfleisch mit 4.000. Könnten wir mal zuschlagen. Aber die Preise sind schlecht. Eieieiei. Ach nee. Dann machen wir es gleich so. 4.1. Das passt. 4.4. Wie viel haben wir drin? 4. Brauchen wir noch ein bisschen was. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Schlachten, 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 schlachten. Gute Details. Besamen, 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 besamen. Ich bin der Profi-Besamer hier in der Hütte. So, jetzt haben wir 5,3. Läuft. Eingelagert. 15 Tonnen Wintergerste. Ach. So, zack, zack. Und zack. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, Strohballen einsammeln. Natürlich wollen wir das tun. Okay. Super. Das hat auch gepasst. Und Stroh ist eingelabert. Ja, der Boden ist leider noch gefroren. Minus 12 Grad. Scheiße, das ist ja arschkalt. Das ist ja wirklich arschkalt. Nachwuchs im Kuhstall, Nachwuchs im Kuhstall, Nachwuchs im Kuhstall. Und bing und bing. So. Können wir hier die erstmal alle auf die Schlachtbank schicken. Sehr schön. Und wir besamen wieder durch die Bank weg. Alle werden besamt, alle werden besamt. So, ansonsten, was gibt es noch so Schönes? Mensch, zum Sonntag. Was erzählt man denn zum Sonntag? Gibt es bei euch eigentlich sonntags auch immer Klöße? Erzählt mir doch mal oder schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr Sonntag zum Mittag hattet. Das würde mich mal interessieren. Was man so Sonntagmittag isst in den verschiedenen Bundesländern oder sogar Ländern. Wie gesagt, ich habe ja auf meinem Kanal auch einige Zuschauer, die jetzt meinetwegen aus Österreich kommen oder aus der Schweiz oder was weiß ich woher. So, schreibt mir einfach mal, was ihr quasi so Schönes zu Mittag esst, sonntags, was bei euch so Standard ist. So, wir haben jetzt fast 200.000.
Das sollten wir auch nicht lang fackeln. Bei 200.000 Bums wird einfach mal das Feld gekauft. So, entfernen wir erstmal das Unkraut. Ach, wir hätten natürlich auch die Maschinen, sehe ich gerade, so ein bisschen reparieren können. Das mache ich mal eben noch, weil wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit. Der ist gerade im Einsatz. 59% ist nämlich nicht gerade prickelnd. Reparieren. Ach, dieses Reparieren, das ist aber auch ätzend. So, den können wir auch noch reparieren. Zack. 68% ist natürlich mega scheiße. 80%. Die Ballenpresse. Ja, die sind auch gut im Einsatz bei mir. Okay, das passt. Angesehen haben wir ja auch noch nicht. Drescher 92, 93, 88. Und zack. Wie sieht es hier aus? 63%. Okay. Die braucht auf jeden Fall eine kleine Pflegekur. So, und jetzt haben wir erstmal alle im Einsatz. Was das Reparieren betrifft. So. Ja, und zu geil. Ich kann jetzt schon wieder nicht weitermachen, weil dieser Bug, der ist so zum Kotzen. Der ist einfach nur so zum Kotzen. Deswegen, ich speichere einmal ganz kurz. Und Spiel verlassen. Jawohl, Spiel laden. Ach, es ist einfach nur traurig. So, jetzt kann ich wieder weitermachen. Schön, jetzt muss ich wieder die ganzen Felder erst alle anklicken. Und natürlich öffnen. So, es ist ja ein Feld dazugekommen. Und zack, und zack, und zack. So langsam wird der Bildschirm voll, kann das sein? Aber man sieht es noch, oder? Unkraut entfernen. Ach so, ist auch gerade nicht möglich. Doch, entfernt ja gerade Unkraut. Genau. Was? Nochmal Unkraut entfernen. Ey, ihr seid doch solche... Ihr seid doch solche Scheißschweine. Das gibt's doch gar nicht. Mann. Hat es wieder nicht gezählt jetzt, weil ich gespeichert hatte und neu angefangen. Was jetzt? Und ihre Geräte? Oh, ihr seid so scheiße. Also dieses Spiel hat teilweise doch schon... Ja... Ich will es mal so sagen. Einige Bugs. Weil dadurch, dass ich jetzt eben gespeichert hatte. Ja, und wieder neu laden musste. Muss ich jetzt wieder alle Geräte neu anklicken zum Reparieren und so weiter und so fort. Ach, Menno. 92, 95. Ja, das passt. Die wollte auf jeden Fall noch repariert werden. Okay. Ja, das passt eigentlich auch erstmal. Ja, komm, reparieren wir die auch noch. Das passt auf jeden Fall auch. Den können wir noch reparieren. Ja, und dann haben wir sowieso wieder alle im Einsatz. Und jetzt geht's aber gut. Ah, jetzt ist schon wieder Nachwuchs in den Kuhstellen. Naja, es wird alles repariert, das ist mir schon klar. Und... Alter Verwalter. Besamen. Du alte Samenkuh. Okay, wie sieht's aus? Haben wir vielleicht wieder ein paar schöne Angebote, gerade was die Wintergäste betrifft. Ja. Das sieht alles sehr gut aus. Guckt euch die Preise an, die Kohle, die wir kriegen. Das ist so mega. Okay. Milch auf jeden Fall. Annehmen. So. Laufen wieder ein paar Aufträge. Sehr schön. Hatten wir nicht knapp 200.000? Wo ist denn das Geld jetzt hin? Mais ist auch hatte. So. Weizen ist auch hatte. Guter Preis für einen Direktverkauf. Okay.
Was kriegt man eigentlich hier? 90 Cent. Ja, ist auch nicht so schlecht. So, Feld haben wir gekauft. Das können wir dann noch ansehen. So, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal 6 Felder. Hier oben das Feld fehlt noch. Das Feld fehlt noch. So, wie viele Felder gibt es denn hier überhaupt? Ach, hier unten die 2 fehlen noch und die 4. Also 6 Felder. Wir haben die Hälfte der Felder quasi in unseren Besitz gebracht. In unsere Weltherrschaft. Ja, ja, Traktor wurde repariert. Ist wieder Nachwuchs im Kuhstall. Ich will jetzt aber erstmal ganz schnell. Oh, jetzt kommt die Kohle. Jetzt kommt die Kohle. Achso, wir haben das Feld gekauft. Deswegen haben wir so wenig Geld. Ich muss aber erstmal ganz schnell in den März fortjumpen. Getreide, Nachwuchs, ja. Ach, jetzt geht das wieder los. Ding, 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 ding. 1.3. So. Okay, scheißen wir erstmal auf die Kühe. Kacke, welches Feld war das jetzt? Ah, das. So, denn wir können erstmal das Saatbett vorbereiten. Und. Okay. Wir können pflügen. Was ja auch ganz wichtig ist. Boah. So, 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 so. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Okay, hier können wir auch pflügen. Ja, ist ja doof. Da haben wir wieder alle Traktoren hier im Einsatz. Na gut, wir haben eh nur 2 Sämaschinen, von daher ist es egal. Sehen. Und das kannst du machen. Und was sehen wir an? Das ist eine gute Frage. Ich habe echt mal Bock wieder auf Hafer. Aber sehen, wieso kann ich nicht... Achso, hier wird gerade ausgesehen. Und hier machen wir Roggen. Zack, zack und zack. Und aussehen, das wird dann leider nichts. Nee. Okay. Ja, das ist mir klar, dass wir da jetzt aussehen können. Und zack und zack und zack. Weizen, 9,6 Tonnen, das lohnt sich nicht so richtig. Machen wir hier nochmal Hafer. Auf dem etwas kleineren Feld. Das ist auch fertig. Einmal, zweimal, dreimal. Weizen. Okay. Und du kommst noch ein bisschen runter. Düng, düng. Die sind also ausgesät. Das passt auch. Hier ist auch ausgesät. Ausgesät. Okay, Saatbettbereitung. Dann können wir nämlich hier auf dem Feld auch noch aussehen. Was natürlich sehr, sehr vorteilhaft ist. Eigentlich könnten wir sogar nach dem Feld kaufen, weil pff, im Endeffekt, was wollen wir mit der Kohle? Es ist doch sowieso total hohl. Das sind 4 Felder. Achso, wir spielen ja verkehrt rum. Achso, das Feld haben wir aber auch noch. Na eben. Wir haben ja schon 7 Felder. Sehe ich gerade so. Das ist ja absurd. Wieso haben wir jetzt schon 7? Na eben, wir haben freilich schon 7 Felder. Na, ich bin ja vielleicht blöd. So, das gehört uns, das gehört uns. Wie viel Hektar hat das? Oh, 17,6. 13,2. Was haben wir denn hier unten noch für schöne Schmuckstücke? 14,4. 15,4. 18,2. Okay. Könnten wir das eigentlich noch erwerben für 18,2. Das kaufen wir auch noch. Flügen wir eben mal schnell. So. Können unsere Schnecke hier machen, die hübsche. Und welches Feld habe ich jetzt wieder vergessen? Ach, das hier. So. Okay, jetzt ist der ganze Bildschirm hier schon voll gebaut mit den ollen Feldern. Können wir aussehen? Ja, Sämaschinen sind bereit. Weizen, Hafer, das haben wir auch. Sommergerste brauchen wir auf jeden Fall noch. Da können wir mal einen ordentlichen Ritt machen. Ding, 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 ding. Das passt alles.
aussehen. Sommergerste. Silage. Wir sollten uns natürlich mal wieder um die Angebote bzw. um die Nachfragen kümmern. Weil zum Beispiel der Milch dabei ist. Und Wintergerste wieder dabei ist. Okay. Ansonsten haben wir, ach so, doch Stroh. Silage haben wir auch noch 12,4. Haben wir Silage momentan was angenommen? Ne, gar nichts. Silage 12,4. Na, wo ist er? Die können wir alle annehmen. Dann Stroh. Können wir auch alle annehmen. Okay. Passt. Dum, 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 dum. Aussehen. Oh, beide Sämaschinen im Einsatz. Okay, ich verstehe. Jetzt aber, oder? Ja. Unser Traktor geht auch langsam zur Neige. Sommergerste. Machen wir nochmal. Düngen. Düngen. Also hier, die sind jetzt alle angesät. Das wird gerade angesät, das wird noch gepflügt. So, dann können wir das Saatbett schon vorbereiten. Und das, würde ich sagen, wird hier auch unser letzter Akt werden mit dem Saatbett. Denn ja, der Part ist vorbei. So, ich überlege noch gerade eben. Aussehen könnte ich ja hier auch noch schnell machen. Das mache ich auch noch. Also Ansehen tun wir noch. Machen wir Mais eine Runde. Okay. So. Ah, kam wieder ein Auftrag rein. Krankheit Kuhstall. Das ist wirklich eine Krankheit, dieser Kuhstall. Ja, jetzt können wir schon wieder nicht mehr schlachten. Und warum? Angebote haben wir keine angenommen. Deswegen 60 Cent. Ist egal, wir klatschen es komplett raus. So. Jungtiere. Okay. Und das ist auch fertig. So, das war es erstmal gewesen, würde ich sagen. Wir haben alle Felder bestellt und angesät. Super, super gelaufen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es heißt Der Planer Landwirtschaft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wie gesagt, bis dahin, euch noch einen schönen Tag oder Abend. Bewertet das Video positiv, wenn es euch gefallen hat. Tschüss!